Heute sind wir zu Gast im Bunker Zeppelin in Wünsdorf. Er wurde von der Deutschen Reichspost im Auftrag des Oberkommandos des Heeres der Wehrmacht Ende der 1930er errichtet worden. Während der gesamten Zeit des Zweiten Weltkrieges war er der wichtigste und größte und zu jener Zeit der modernste Fernmeldeknoten der Wehrmacht. Der Bunker wurde zwischen 1937 und 1939 im Bereich des sogenannten Stammlagers Zossen als Nachrichtenzentrale Zeppelin bzw. als Amt 500 in Wünsdorf errichtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von den Gruppen der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland übernommen. Während 1946 die Stabsbunker des Oberkommandos des Heeres Maybach 1 und 2 nach voriger Demontage gesprengt wurden, blieb die verbunkerte ehemalige Nachrichtenzentrale Zeppelin davon weitestgehend verschont. Nach dem Ausbau ihrer Anlagen und Errichtung verließ man den Bunker seinem Schicksal. Zum Ende der 1950er Jahre begannen nach der Austrocknung des gefluteten Bauwerks umfangreiche Umbaumaßnahmen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren und Glocke aktivieren für die nächsten Videos.
Im Oktober 1992 wurde die Zentrale demontiert und die Technik in die Sowjetunion zurückverbracht. Im Jahre 1994 begannen, gefordert durch das Land Brandenburg, umfangreiche Sanierungsarbeiten auf dem gesamten Gelände. Klick. Klick.
Leider konnte nicht alles besichtigt werden zu dem Zeitpunkt unseres Besuches.